Dings und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir haben es heute Freitag und ich habe mich, glaube ich, ein bisschen länger nicht mehr gemeldet, da ich ja Prüfungsphase hatte. Ich hatte gestern meine Pharmaprüfung. Das ist eigentlich so die anspruchsvollste Prüfung für dieses Semester. Deswegen dachte ich mir, ich hole mal wieder meine Kamera raus und nehme euch noch ein bisschen im Prüfungsalltag mit. Denn ich habe jetzt noch eine weitere Prüfung, nämlich allgemeine Pathologie nächste Woche. Es ist aber Multiple Choice, also nur mit Ankreuzen. Ich glaube, es wird schon werden. Aber ich werde jetzt bis dahin natürlich trotzdem noch viel mit Lernen beschäftigt sein. Ich war ja heute Morgen auch schon in der Bib, wie ihr gesehen habt. Jetzt mache ich aber gerade Mittagspause. Deswegen liege ich hier auch mit Mowgli. Das ist übrigens der Kater von meiner Mitbewohnerin im Bett und werde jetzt mal kurz nappen. Es ist nämlich jetzt gerade so kurz vor eins und dann werde ich noch ein bisschen lernen und um 16 Uhr zum Yoga gehen. Das ist so der Plan. Heute Abend kommt dann noch Rebecca zu uns in die WG und dann chillen wir, glaube ich, ein bisschen. Genau, und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ihre Lieben, wie ihr sehen könnt, bin ich zurück aus dem Gym. Ich war ja noch beim Yoga. Ich immer noch Knieprobleme habe, wird alles bald abgeklärt. Aber es hat richtig gut und es war auch anspruchsvoll, sage ich mal. Also ich merke da trotzdem, dass ich Sport mache. Und danach werde ich noch einkaufen, denn wir kochen heute Abend zusammen. Und zwar machen wir Ofengemüse. Jetzt so ein bisschen Feldsalat. Dann hatte ich irgendwie mal wieder total Bock auf Bananen. Und dafür habe ich dann noch einen Brokkoli gekauft. Feta war im Angebot, habe ich natürlich direkt zwei eingepackt. Dann auch noch Süßkartoffeln, ein Blumenkohl-Kichererbsen. Lecker zum Snacken. Essiggurken natürlich. Ich weiß nicht mehr, ob die von Aldi überhaupt schmecken, weil ich bin da so ein bisschen wählerisch. Die dürfen nicht so lätschig sein, wisst ihr, die müssen schön knackig sein. Und Cherry-Tomaten. Und das, ja, war's schon. Und eigentlich müsste ich jetzt noch eine Vorlesung machen, aber ich habe echt gar keinen Bock. Naja, mal sehen, was der Tag so bringt. Wahrscheinlich nicht mehr viel. Hallo, happy Saturday. Ich war heute Morgen schon in der Bib, habe Pause beim Bäcker gemacht und jetzt bin ich auf dem Café mit Rima verabredet. Wir gehen zu Holz und Hügge. Das ist so ein kleines Café. Danach muss ich auf jeden Fall nochmal weiter lernen. Wir waren nämlich spontan gestern einfach noch feiern auf so einer kleinen Hausie. Das war eigentlich ganz funny und ja, soweit läuft es eigentlich. Ganz okay, es ist ein bisschen lost. Die Luft ist ein bisschen raus, immer für die letzte Prüfung zu lernen, aber das kriegen wir schon hin. Ich freue mich jetzt auf einen guten Coffee. Ich bin back vom Coffee. Es war richtig lecker. Ich habe aber Matcha getrunken, gar keinen Kaffee. Ach, Leute, mein Auto ist schon wieder so schlecht. Und danach war ich noch ein bisschen spazieren, habe mit meiner Mama telefoniert, mit Freunden telefoniert, eine richtig lange Pause gemacht. Und jetzt liege ich gerade in meinem Bett und mache noch ein paar nette Altfragen.
Weil wir gehen heute Abend vielleicht wieder weg. Obwohl ich eigentlich heute ein bisschen müde war und mich nicht so gut konzentrieren kann. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Ich habe auch keine Lust, Samstagabend nur zu Hause zu sein. Deswegen mal gucken. Jetzt mal schauen, wie ich durchkomme hier. Ich bin fertig mit Altfragen. Es geht eigentlich ganz gut. Und jetzt bin ich am Kochen. Ignore the mess. Es sieht immer sehr messy aus, wenn ich gerade koche. Aber ich zeige euch mal, was ich mache. Wir haben noch ein bisschen Blumenkohl vom Ofengemüse gestern. Den habe ich geil gewürzt und angebraten. Ich finde, der sieht richtig nice aus. Dann röste ich hier gerade ein paar Walnüsse. Bisschen Feldsalat. Hier kocht Bulgur, nee, Quinoa. Und es wird dann einfach so eine Bowl. Ich habe hier noch ein bisschen Tomate. Und dann habe ich hier noch ein Tahini-Süßchen gemacht. Und das werden wir gleich schnabulieren. Ich hoffe, Tabea ist bald aus dem Gym wieder da, weil ich habe Hunger. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Das war es auch schon mit dem Video. Ich habe an dem Tag, beziehungsweise dann nicht mehr viel weiter gefilmt. Die Prüfung lief auf jeden Fall eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt mittlerweile schon Ergebnisse. Das Video ist ja jetzt schon wieder eine Woche her. Und ich bin jetzt aktuell bei meinen Eltern, vlogge auch wieder. Denn morgen fahre ich in den Skiurlaub mit meinen Mädels. Und ja, ich hoffe aber jetzt erstmal, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich finde es ganz crazy. Es ist jetzt einfach mein sechstes Semester vorbei. Das war mein erstes Semester in Jena. Ich habe auch auf jeden Fall vor, diesen Monat oder halt jetzt in den nächsten Wochen mal ein Live-Update, ein Q&A zu drehen, weil irgendwie in letzter Zeit habe ich mich ja nicht so viel pünktlich auch persönlich gemeldet. Deswegen, keine Ahnung, ich habe einfach mal wieder Bock, so ein gutes Sit-Down-Video, ein bisschen persönlicher für euch zu filmen. Deswegen, falls ihr irgendwie schon Fragen habt oder so, ich werde safe nochmal auf Instagram fragen. Da könnt ihr mir gerne folgen. Dann kriegt ihr das auch mit. Aber ihr könnt auch hier schon mal in die Kommentare irgendwie Fragen reinstellen. Dann nehme ich die vielleicht auch mit ins Video rein. Und ja, das hoffe ich aber erstmal, dass euch dieses Video gefallen hat. Es ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, aber ja, ist ja auch nicht verkehrt. Ich will euch das jetzt trotzdem nicht vorenthalten und habe es zusammengeschnitten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald in meinem nächsten Vlog wieder. Bye, bye.